Weil ich das, ja, wenn ich das nicht kriegen kann, dann dürfen die anderen auch nicht kriegen, weißt du, so ungefähr. So, naja, so ist es halt. Gier hat an mir geholfen, weißt du? Also eigentlich auch wahrscheinlich ein guter Job im Knastbulle zu Nee, sein, oder? ist kein guter Job. Nee? Bist Wichser von, bist der letzte Das ist Husten. doch für alle. Ja, aber Guck mal, wenn du hast, geschäftlich, bist ja, richtig dann, anstellst, dann, dann stehst du immer mit jemandem selber im Knast. Naja, klar, aber das Nee, ist. Und du gerätst schnell in Aber die Abhängigkeiten. gibt's, ja, klar, Weil okay. die haben sich auch irgendwann in der Hand, die Knackis. Aber die wird es doch immer geben, Natürlich die gibt's Schaffer, die. oder? Natürlich gibt's die Leute, die. die Weil, dann die dadurch, weil die zehn halt Riesen. nicht gerade viel verdienen. Also ab Ja, einer gewissen Gehaltsgruppe. Ab A15 oder so, weißt du? Wenn du ab Rang eines VDLs, wenn du eigentlich mit den Knackis gar nichts mehr zu tun hast, wenn du wirklich nur irgendwie der Verwaltung daheim rumsitzt, die verdienen ja anständig Geld. Die haben ihre 2, 5, 3.000, mit denen sie dann morgen nach Hause gehen. Aber so ein normaler Schließer, so ein kleiner Pissschließer, wenn er gerade anfängt, der hat eine 1-2. Und dafür hat er Schichtdienst und muss sich da bedrohen lassen. Und im Prinzip lebt das teilweise auch richtig gefährlich, weißt du? Ja, Weil klar. da gibt es auch wirklich Menschen im Knast, die gehören dahin, weißt du? Also die wird auch einsperren. Weil sie einfach wirklich gefährlich sind. Naja, ist nicht alles. Aber ist nicht, nicht alles so romantisch, wie Andi das jetzt gerade erzählt hat, nein, mit seinem Mafia-Frühstück sozusagen. Du kannst halt auch im Knast sich arrangieren, dass es dir daran nicht unbedingt schlecht geht. Aber, das, was einfach Fakt ist, okay. es ist absoluter Schwachsinn, weil der Knast ist einfach nicht erstmal nicht das, wofür wir es ausheben. Es wird auch keiner besser gemacht drin. Es werden auch keine, und klar, dass man den ersten Ding, dass sie gelten, dass manche Menschen müssen wirklich, davon muss die Gesellschaft geschützt werden, die müssen wirklich eingesperrt werden. Ja. Aber das betrifft aber keine Schwarzfahrer oder also nicht irgendwelche Einbrecher oder Baggerdiebe, sondern das ist, ich bin ja keine Gefahr für irgendjemanden. Ja, ja. Na gut, das weiß man noch, aber. Das sind aber die meisten, doch, das weiß man natürlich, das ist anhand ja, von den Straftaten, die ich begehe. Ja, wenn aber, ich jetzt in erwürge oder wenn ich in Vergewaltige ja, oder ja, in Kinderschände, dann muss aber ich irgendwann ist ja halt sein. Mal das erste Mal und manche Sachen passieren auch bei einem Einbrecher, muss man das ja mal so sagen. Ja, passieren ja Sachen, du wirst ja erwischt und dann aus ja, aber kann ich dafür erwischt wirst. Hast du denn, so ist es ja auch in vielen Urteilen ja, so, aus, mag ja sein, aber hast du mal auf einmal jemanden umgebracht, hoppala. Ja, wenn das passiert, dann ist es mit anderen, ja, dann, genau. dann bin aber ich in dem Moment immer. Ja vorher aber, nicht und deswegen ja, aber, das aber, natürlich aber nur weil sie vorher nicht wissen, halt, wenn sie schon mal im Vorfeld einfach sagen, Sicherheits- und, na, ja, dann sicherheitshalber, weil sie nicht wissen, sagen wir, was ich meine. Nee, du hast das Verbrechen ja begangen. Ja, aber diesen Einbruch. Ich finde, dass sagen da wir, und du die wirst Bestrafung natürlich, des Gefängnisses. In eine andere Kategorie rutscht du dann natürlich rein. Nee, tust du nicht. Als vielleicht, obwohl Wirtschaftskrimineller bist du ja sowieso in einer ganz anderen Kategorie schon wieder. Ja, aber das ist ja auch ein Problem. Die Leute, die eigentlich bestraft gehören, die haben geringere Strafen, so wie die Kinderschänder, was ich erzählt habe gerade, wisst ihr? Ja. Als Icke, der halt die Hand schlimm gemacht hat. Also, ja, in Anführungszeichen, ja, jetzt mal ein Verhältnis ja, sehen. Ja, ja. Klar, ich hab Ja, ich habe so, hab ihn hab die Regeln verstoßen. Da ist ja ein ganz großes. Ich habe ihn geltendes Recht verstoßen. Aber es gibt ja halt nicht nur das Recht, es gibt ja auch die Moral irgendwo. Und ich finde Ansicht, dass nicht die Leute, die halt gegen Umwelt. Klar, ist es nicht richtig und müssen irgendwie auch wir vielleicht eine Strafe dafür geben. Aber ich bin der Ansicht, dass Knast der falsche Weg dafür ist. Mhm. Knast ist, macht keinen besser. Du. Und wenn der Schutz der Gesellschaft eigentlich im Vordergrund stehen sollte, das ist schon ein ganz falscher Weg, weil du machst sieht nicht man ja immer. Sieht man ja auch daran jetzt, was du erlebt hast im Knast, ist ja im Grunde genommen, haben sie sich ja in den Knast gesteckt und damit haben sie noch die Kriminalität im Knast, im Gefängnis gefördert. Weil auch du natürlich. Bist natürlich voll gleich in den Kreis rein. Na, was willst du machen? Naja, man könnte natürlich als Gefangener wahrscheinlich auch ruhig seine Strafe. Gibt es denn auch die Leute, die tatsächlich gar nichts machen? Gibt es denn die hast Leute? Da auch ich meine, gibt es denn die Leute, die tatsächlich ja, aber sind die Armschweine halt. Nein, ja. Ich meine, auch wirklich unbelästigt von anderen Mitinsassen sozusagen einfach sagen, ja, klar, die gehen ihren eigenen Weg, ja, die ja, machen ja, alle ganz anders. Das sind entweder die, die von Hause aus ignoriert haben. Ja. Und die werden dann auch nicht behelligt oder die sagen, okay, die sagen, okay ich gehe Kippen sammeln, ich brauche nichts, oder sind die vollen Asketen, aber die gibt's. Ja, die gibt's auch. Aber weil die meisten davon, würde ich sagen, tun es nicht freiwillig, sondern haben einfach keine andere Wahl, weil sie einfach manchmal nicht, auch nicht intelligent genug sind oder manchmal auch einfach nicht, wie soll ich sagen, intelligent ist vielleicht ein falsches Wort dafür, nicht gewieft noch sind oder nicht abgebrüht noch sind, in so einer Extremsituation trotzdem noch so einen Vorteil rauszuziehen. Natürlich gibt's die. Die gibt's drin wie draußen. Na gut, aber den Vorteil daraus zu ziehen heißt ja zwangsläufig im Knast so, kriminell zu bleiben und im ja, Grunde genommen passt noch ganz. Aber was heißt denn passt noch ganz andere. Na, was heißt kriminell? Das ist der, kriminell unser Staat ja vor, was kriminell ja, genau. Aber das mit Drogen zu dealen, ist kriminell. Das
ist kriminell. Ja, komm, Sache. Das ist halt so. Das ist halt so. Nach, unseren, so, nach, unseren, nach unserem System hier ist es kriminell. Na, was heißt nach unserem System? Das ist auch nach meinem System. Ich bin halt einfach Alkohol zu verkaufen. Ich bin da, das ist ja Anti-Alkohol. Ich bin da halt auch. Ich habe eine andere Meinung wie du. Ich sehe so, ja, ich sehe das so, dass ich ja Kinder habe und sage, und derjenige, der meinen Kindern irgendwie Drogen verkauft. Ich habe keinen Kindern Drogen verkauft. Im Knast gibt es keine Kinder. Ja, aber Kinder werden auch älter. Verstehst du? Und auch wenn meine Tochter dann irgendwann mal 25 ist, und dann kommt jemand kommt an und würde sie auf Drogen bringen. Ja, pass auf. Weißt du, Hans, im Ernst? Kann, ja, nein, auf Drogen bringen ist, du, so, das tue ich ja auch nicht, weißt du? Ja. Ich verkaufe den Leuten die Drogen haben wollen. So, ich gehe nicht hin zu jemandem und sage, hier, ey, probier mal, ey, mach mal. Nee, nee, aber das ist natürlich eine Förderung des Konsums. Hast du jetzt Drogen dabei? So haschisch in der so Größe. Andi guckt ab und zu Zehntelsekundenweise zur Kamera. Ich muss die Kamera kurz wegdrehen. Aber das ist halt, ich finde, das ist einfach. Wer, jetzt hör doch mal auf. Wer verfluchte Scheiße hat ein Recht, mir vorzuschreiben, welche Substanzen ich in mein Leben nehmen darf und welche nicht. Na, was du selber für mich selber entscheiden kannst, ist doch in Ordnung. Genau, mach doch, genau, was richtig. Du willst. Und wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, ob ich ihm was abgebe von dem, was ich habe. Und nicht so, dass ich ihn vorher belabern muss oder vorher irgendwie überreden muss, das ist scheiße, das macht man nicht. Das ist wieder unmoralisch. Aber ich finde, was unser Staat sagt, ist mir ziemlich scheißegal. Ich bewerte Menschen nach Moral. Weißt du? Und nur weil jemand einen Bagger geklaut hat oder weil jemand, weil er schlau genug war, eine Bank irgendwie eine Million abgezogen hat oder aber soweit keine anderen Menschen wirklich mit reingezogen hat. Ist einfach in meinen Augen noch kein Verbrechen. Es ist zwar ein Regelverstoß nach unseren Gesetzen, die wir hier haben, aber moralisch gesehen ist das eigentlich nicht verwerflich. Also nicht schlimm. Guckt dir unsere Politiker an, die beklauen, betrügen uns von Hacke bis Nacke. Und ja, werden dafür noch hochgelobt, wisst ihr? Wir haben hier eine Wortmeldung. Nee, von uns nicht. Wir haben eine Wortmeldung. Für einen Baggerklauen. Ich bin ja da 6 Jahre kriegen. Ja. Finde ich doch Blödsinn normalerweise. Ja, finde ich auch Blödsinn, hast du recht. Ja. Ich sage gut, 2 Jahre oder nee, was? Nee, 3 Jahre, gut, das hätte ich Blödsinn. 3 Jahre. Also, na klar ist es Blödsinn, weil es steht einfach kein Verhältnis. Weißt du? Wenn ich höre, dass ein Kinderschänder. Es geht in, steht in kein Verhältnis, aber nur weil du mit dem Kinderschänder mit Gewaltverbrechen natürlich in Verbindung bringst. Aber ich will auch in den Knast, ich will eine 3 Kilo. Findest du, dass eine 3 Kilo Haschbulette gegen 23 Bagger fast 6 Jahre Knast fliegen darf? Findest du das nicht recht? Nein, pass auf. Na, ist persönlich mal, deine persönliche Meinung dazu. Meine persönliche Meinung dazu? Ich habe ja keine Meinung zu dieser Straffindung. Kann ich nicht sagen. Findest du das gerechtfertigt? Ja, der Staat sagt, das ist hier recht. Also der Staat, aber weil der Staat sagt, ist doch nur weil. Was heißt das, der Staat sagt? Andi, irgendwie, man kann es natürlich nicht. Für höheren Wesen. Man kann es ja nicht für gut heißen, dass du sowas gemacht hast. Natürlich gehört es der Strafe. Natürlich gehört das bestraft. Ja. Weil ich finde, das kann man nicht machen. Also wären es meine Bagger gewesen, aber wäre es mein Bagger gewesen? Andi, doch, ich bin ein kleiner Unternehmer, ich habe gerade angefangen, ich kann mir gerade so einen scheiß Bagger leisten, ja. Oder was weiß ich. Oder hab, so wie ich das halt mache, dass ich sage, nee, ich nehme keinen Kredit von der Bank, um mir so ein Ding zu kaufen, ich spare die mir es zusammen. Dann versicherst du aber. Kauf mir den denn. Ja, und ne, was heißt, den versichere ich ihn? Vielleicht habe ich das eben noch nicht. Angenommen, das ist der Fall. So, dann kommt der ein Andi daher und sagt, ja, oh, wir kriegen ja 10.000. Na, was meinst du? Ich würde den Kopf abreißen wollen. Ja, ist ja richtig. Ganz einfach, kann ich auch nachvollziehen. Da bin ich, wenn ich dann nämlich der kriegt nur 6 Jahre. Vom Besitzer erwischt werde und damit verprügelt. Was, dann kriegst du nur 6 Jahre, steht dann in die Richtung und sage, wieso nur 6 Jahre? Ich habe meine scheiß Firma, ich habe 3 Jahre gearbeitet, nur um das Geld beiseite zu packen. Nee. Sowas. Also, du willst aber keiner. Sag mal, also, ich sag mal so. Ja, so, wie sehen, dann würde ich genauso sagen. Aber ansonsten kann ich das jetzt. Wir haben aber auch nicht von kleinen Privathöfen. Wir kennen uns ja schon zu gut, Andi. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Wir haben hochtief natürlich in dem Moment nicht. Wir haben hochtief beklaut, wir haben die großen Buden beklaut und ich glaube nicht, dass ich dann auch ist ja richtig. Irgendjemand nur ist ja richtig. Aber das war ja auch ehrlich gesagt auch wahrscheinlich. Nee. Hast du damals nicht drüber nachgedacht. Doch. Großartig. Doch. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Also, wenn ich bei irgendeinem privaten Krauter auf dem Hof, wir haben halt seinen Bagger auf dem Hof geklaut, hätte ich nicht gemacht. Wir sind auf große Baustellen gefahren, wo hoch und tief am Arbeiten war, wo sie jetzt hier, ja, größere Wände war diese, wo sie links und wenn jetzt eine Autobahn neu gemacht haben von der Osten, das sind jetzt Zufahrten,
Ja, überall Baustelle gewesen. Und dann überall hoch, tief und Schließer oder wie die heißen. Oder Schleiser, Bäckerbau und so die ganz großen Buden haben da gestanden. Wo hast denn die geklaut? Auf Baustelle. Ja, von der Straße direkt. Von der Straße direkt weg. Vermisst du auch rein? Ja, klar. Ich hätte ihn einen essen lassen. Klein machen, weißt du, den Bagger? So zersägen wie die Autoesser und so. Wie gesagt, hätte ich den Besitzer erwischt und mich verprügelt, hätte ich mich auch mal nicht mal beschwert. Wir aber haben einen Bagger weggekriegt. Ist er? Na, mit dem Selbstlader hat er doch schon gesagt. So, der ist vom LKW ruf und weg. Und dann im Kühltransporter rüber nach Polen. Huckepack genommen. Ist er losgefahren? Nee, er hat den LKW. So, da war ein Junge, da hat es Fehler von. Wie die Schulter eben. Naja, so Arnold-mäßig. Nein, natürlich ist das nicht. Also, wie gesagt, das steht in keinem Verhältnis. Das ist ja scheißegal. Es geht ja eigentlich nur ums Verhältnis. Es ist egal, ob du 6 Jahre bekommst. Das wäre gerechtfertigt, würdest du 6 Jahre bekommen dafür und würde ein sozusagen Kinderschänder von einem Kind. Sozusagen, oder von einem Frauenschänder oder einem Männerschänder oder ein was weiß ich was für Schänder. Baggerschänder. Ein Baggerschänder, genau. Würde der sozusagen dann ungleichmäßig mehr bekommen, also richtig. Ja, aber ist ja nun mal nicht so. Und ich sage, so wie das System läuft, so ist es einfach. Und dadurch empfindet man natürlich eine Ungerechtigkeit. Naja, Ungerechtigkeit. Du ja auch auf alle Fälle auch. Du sagst ja, das ist ja ungerecht im Grunde genommen. Aber du wärst auch, wahrscheinlich, würdest du sagen, das wäre lebenslänglich für selber, Kinderschänder also oder so. Also ganz ehrlich, wenn ich mir Strafen ausdenken müsste... Naja, aber was erwartest du denn von einem Vollzug? Wenn du jetzt in einen Vollzug gibst. Aber da erwartet man ja nicht. Na doch. Da geht man ja nicht hin und sagt sich, aber, ja, wenn ich da wieder rauskomme, bin ich aber geheilt. Jetzt gehen wir mal vorbei. Du musst mal so sehen. Es wird ja in der Öffentlichkeit so dargestellt, als ob im Knast wird alles für den Gefangenen getan, um einen besseren Menschen aus ihm zu machen. So. Nee, wieso? Nein, aber ich bin ja die Öffentlichkeit. Mal, nee, du bist aber nicht über... Ob es so die breite Masse glaubt das aber. Ja, weil ich da sehe... Die breite Masse glaubt das. Vielleicht irgendwann mal Berichten gesehen von irgendwelchen Knast... Da sehe ich bestimmt nicht, dass die versuchen, im Knasten bessere Menschen aus hier zu machen. Aber es ist eine Verwahrung. Du bist aber nicht die Masse da drin. Das ist ja furchtbar. Die Masse sieht es aber anders. Ja, die Masse sieht das doch ja nicht. Wieso? Selbst, sondern Lass mich mal ausgehen. Die Masse hört das, was erzählt wird. Und das, was erzählt wird, deckt sich aber nicht mit dem, was wirklich stattfindet. Das ist einfach eine Augenwischerei. Wisst ihr? Naja. Die Amis. Die sind zwar völlig durchgeknallt, aber die Ding ist ehrlich. Die sagen zu dir, jetzt wir wollen auch keine besseren Menschen, wir machen wir wollen Rache. Aber das Ding ist ehrlich, damit kann ich umgehen. Aber das verlogene System, was hier abläuft. Ja, aber wer glaubt denn, der sagt denn sowas? Der sagt ja keiner. Doch, natürlich. Nein, das ist doch nicht so klasse. Hör doch einmal, wenn du Nachrichten und so mal, Hotelvollzug und die ist ja so gut und die haben ja alles Mögliche und was ich das Einzige, was in Deutschland vielleicht ist, ist die Betreuung hinterher tatsächlich. Das ist was du jetzt gemacht hast. Das hat mit dem Knast zu tun. Ich sage mal, nee, das hat mit dem Knast eben nicht mehr. Ich sage ja, die Betreuung hinterher. Du kannst dir da jetzt 1 Milliarde stellen und dann kannst du dann sozusagen hingehen. Die zocken natürlich auch nur den Staat ab. Ist ja auch alles, mag ja auch alles sein, wa? Ist genauso wie, egal, ob du arbeitslos bist oder ob du mal im Knast warst. Egal, überall entspringen so eine Stelle. Da können sie dich resozialisieren oder so. Natürlich kannst du das. Aber es wird ja offiziell, das ist das Einzige, aber was man will. Der Staat schreibt auf die Fahne, er würde das tun. Im Knast drin. Und dann muss der Knackig noch anhören. Sagen Sie mal, Sie haben gerade 6 Jahre Knast gesessen, werden das lassen und machen gleich wieder Straftaten? Was bilden Sie sich da? Aber warum macht er das denn? Weil er nach 6 Jahren keine sozialen Kontakte mehr hat, rauskommt, nackt im Wind steht, nichts mehr hat, alles kaputt getreten wurde, keine Arbeit, keine Perspektive, keine Wohnung. Und dann ist natürlich der Weg zur Straftat wesentlich kürzer, als wenn die es wirklich machen würden, wenn du nach dem Knast rauskommen würdest und eine Wohnung haben würdest, im Knast schon dafür gesorgt werden würde, dass du auch eine Arbeit fest draußen hast. Ja, aber das ist ja kein Sinn. Aber da werden die ja sagen, das ist ja kein Wohlfahrtsverein. Jetzt sind wir gerade in so einem Bereich. Sie stellen sich nach außen hin so hin. Warte mal, ich glaube, Wolfgang möchte mal fragen, wie du den Bagger weggekriegt hast. Bleib doch mal ganz ruhig. Bleib doch mal ganz ruhig. Ja, sag mal, du kommst ja in den Knast hier. Einzelhaft. Weil ich kenne mich ja da nicht aus. Ich will ja neugierig sein. Nein, frag doch. Will dir entlassen, hast du da Geld gekriegt? Ja, das, weil ich mir verdient habe, ja. Du verdienst am Tag. Weil ich gearbeitet habe. Wenn ich arbeite. Also normal. Ja, verdienst am Tag erstmal ja nicht. Als Kuchenbäcker. Erstmal musst du arbeiten. Ja, das ist klar. Ja, okay, wenn du arbeitest. Nein, wir reden jetzt nicht von den schwarzen Geldern. Jetzt sag mal nicht von. In Tegel sitzen aber 1600 Leute, oder haben damals 1600 Leute gesessen und für 1000 Leute hatten sie Arbeit gehabt. Also 600 Leute waren generell ohne Arbeit. Ja, und man verdient am Tag wie viel? 1,50 Mark? Kommt drauf an. Das schaffe ich nach Lohngruppen. Das fängt an bei. Die kleinste Lohngruppe des Lohngruppe zu vereinen, war damals gewesen, ich glaube 7,50 Euro.
Dollar wird er. Auch immerhin. So. Und kannst, wenn du nur schon 5 hast, mit richtigen Zulagen drin, kannst du bis zu 20 Euro am Tag verdienen. Was dafür Zulagen? Leistungszulagen, wenn du besonders gut arbeitest, wenn du halt spezielle Aufgaben, wenn man nicht halt, weil die verdienen mit dir ja auch Geld, weißt du, die bist du auch teilweise produktiv da drin. Damit ja, ja natürlich, ja, ja klar. Ihr habt ja richtige Werkstätten und so weiter genau. Drin. Die Frage ist ja, warum sie für die fehlenden 600 keinen Arbeitsplatz geschaffen haben. Warum haben sie da nicht. Weil es ihnen egal ist. Warum hat Lidl da nicht eine Fahrradfabrik hingebaut? Ja, irgendwie und die bauen die Lidl-Fahrräder da zusammen. Warum bauen sie nicht die Autobahn endlich? Die Autobahn. Weil keiner Interesse daran hat. Ja. Weil die Knackis einfach keine Lobby haben. Knackis, ey, wir müssen eine du hast das perfekte Outfit an. Dem geht heute noch übel, dass er die Autobahn gebaut hat, so ein schwachsinniger Scheiß. Jetzt fängt nicht wieder, du hast CO2 das erste Mal heute. Schon mal, ja. Erste Mal heute, ja. Dass du Hitler wieder sagst. Das ist unglaublich. Warum bringst du denn immer diesen armen Adi? Ja, echt? Was soll denn das? Was soll denn der jetzt hier? Der hat auch einen Knast. Ja, alles Bruder Österreicher. Ey, Knast war Hitler, der hoch. Hitler darf in keiner anständigen Talkrunde fehlen, oder? Doch. Der war auch im Knast. Ich kann ja in Festungshaft. Ich kann ja genau. Kult um so komischen, kleinen, wüchsigen, hässlichen. Na also, vielleicht zu schwulen Österreicher nachvollziehen. Wisst ihr, also für mich. Also mich hätte damals nicht. Also ich weiß nicht, klar, damals hat man alles gedacht, aber. Ich hab nichts mit dem Psychopathen. Typen da zu tun. Ein durchgeknallter Größenwahnsinn. Ja, Dennis wollte. Meine Güte, was wollte er da noch als Hörer? Dennis wollte letztes Mal über ihn quatschen. Ja, nee, wollte er nicht. Nee, wollte er nicht? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er über ihn reden wollte. Dennis hat mit Hitler ohne zu tun. Dennis ist ein Preuße. Sind da noch welche drin im Platz, die noch länger gesessen haben wie du? Natürlich. Der Wolfgang, ja. Das ist aber ein Schildkröte aus dem Off. Thiels Leute sitzen da schon seit 40 Jahren. Und die bleiben auch da? Ja, drin, ja. Der Hausmeister und die Leute. Nein, die Mörder alle. Wie lange kriegt ein Mörder lebenslänglich? Naja, aber lebenslänglich in Deutschland heißt ja 15 Jahre. Nee. 15? Nee. 25. Lebenslänglich in Deutschland heißt lebenslänglich. Nee. Das kannst du ausreden. Ja. Na, pass auf. Jetzt kommt's. 15 Jahren, bei einfachem Schuldspruch lebenslänglich, hast du nach 15 Jahren besteht die Möglichkeit, die Bewährung zu prüfen. So. Das heißt aber nicht, dass du sie kriegen musst. Nein. Und du hast ja auch, wenn du vorzeitig entlassen wirst, dann hast du einen Lebtag Bewährung. Also die Strafe ist nie abgegolten, das ist lebenslänglich. Mhm. So, es gibt den Unterschied, lebenslänglich Normalspruchspruch oder lebenslänglich mit Schwere der Schuld. Mhm. Lebenslänglich normaler Schuldspruch haben sie nach 15 Jahren die erste Mal die Möglichkeit, vom Gesetz her überhaupt zu prüfen, ob eine Vorzeitentlassung möglich wäre. Ja. Und mit Schwere der Schuld haben sie nach 25 Jahren erst. Ja, mein so. Ich auch. Aber das heißt nicht, dass sie müssen. Und in Berlin ist der Schnitt für normal lebenslängliche zwischen 19 und 23 Jahre, die sitzen. Mhm. Das ist der Schnitt. Aber lebenslänglich muss man ja auch von einer gewissen, also heißt bis zum Lebensende. Du hast bis zum Lebensende. Man geht nicht von einer Lebensspanne aus. Lebenslänglich in einer Backe. Ich dachte, man geht von einer bestimmten Lebensspanne aus, die man noch zu leben hat. Du hast lebenslang in einer Backe. Das heißt, was soll das heißen, dass ich mit